Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört eine weitere Lagebesprechung. Heute befassen wir uns mal mit einem etwas spezielleren Thema. Wir wenden den Blick nicht nach innen, also auf die deutsche Innenpolitik, sondern diesmal den Blick nach außen. Und dazu ist mein Gast heute Nils Wegner, Publizist, Lektor, schreibt auch für die Sezession, schreibt für die Freilich. Nils, habe ich noch irgendwas vergessen? Grundsätzlich schreibe ich überall, wo man mich schreiben lässt und wo man möchte. Zuletzt bei Info Direkt ein kurzes Stell dich ein. Aber ja, im Großen und Ganzen nehme ich alles, was da kommt und wo sich jemand für die Sachen interessiert, für die ich mich interessiere und über die ich eine sachlich begründete Meinung vertreten kann. Also in diesem Sinne moin moin und ich hoffe, ein bisschen was zur Aufklärung der verworrenen Verhältnisse, die jenseits des großen Teiches für das Publikum der Lagebesprechung beitragen zu können. Genau, weil du dich ja hauptsächlich in deiner Arbeit mit den politischen Verhältnissen in den USA beschäftigst und da auch vor allem, was die Frage, ich glaube, du hast auch relativ viele Artikel zur Alt-Right geschrieben, zur amerikanischen Rechten und dich da ziemlich gut auskennst, was die ganze Gemengelage da über dem Teich angeht. Und wenn man jetzt darüber blickt, die letzten Monate, also man hat so das Gefühl, dass es ein einziges Chaos ausgebrochen. Diese Kombination aus Corona, Black Lives Matter, Trump, der irgendwie, naja, seine ganze Präsidentschaft schon am ständigen Rumschießen ist und man immer das Gefühl hatte, das ist eine einzige Krisensituation und jetzt läuft es dann auch noch auf die Präsidentschaftswahl. Wenn mich nicht alles irrt, ist die nächstes Jahr oder ist die schon dieses Jahr? Nein, die ist dieses Jahr, am 3. November. Die ist sogar dieses Jahr, genau. Dann die Präsidentschaftswahl, jetzt dann wahrscheinlich, also jetzt Biden gegen Trump. Und es wirkt so, als ob die USA nicht zur Ruhe kommen. Klär mal die Zuhörer auf, was brachte denn diese Eruption, also diese Zuspitzung, die wir jetzt da sehen können, denn eigentlich hervor? Und glaubst du, dass es überhaupt nochmal abklingen wird? Also im Großen und Ganzen ganz konkret fokussieren die jetzigen Ereignisse, die wir schon seit Monaten sehen, die Black Lives Matter-Proteste, die sich entwickelt haben, erst einmal den Todesfall von George Floyd. Der Name sollte jetzt eigentlich mittlerweile jedem geläufig sein. Das ist ein 46-jähriger Schwarzer gewesen, der am 25. Mai infolge eines Polizeizugriffs, während er sich der Verhaftung widersetzt hat, ums Leben gekommen ist. Mittlerweile hat es mehrere Obduktionen an der Leiche gegeben, um zu klären, ob er unmittelbar durch Polizeigewalt zu Tode gekommen ist. Es gab unterschiedliche Obduktionsergebnisse. In jedem Fall hat man Drogen in seinem Kreislauf festgestellt. Und es ist auch bekannt geworden, dass es sich bei ihm mitnichten um den sanften Riesen und hoffnungsvollen, der hoffnungsvollen, aufstrebenden, selbstständigen oder wie auch immer gehandelt hat, als der solche ums Leben gekommenen Polizeiopfer in Anführungszeichen gerne mal dargestellt werden, sondern dass George Floyd im Prinzip eher ein Gewohnheitsverbrecher war, der sein Geld teilweise durch normale Jobs im Sinne von Türsteherei und dergleichen, aber auch eben durch Wohnungseinbrüche und räuberische Erpressung verdient hat und dabei auch schon mal einer schwangeren Frau, die überfallen wurde in ihrer Wohnung, eine Waffe gegen den Bauch gerichtet hat und dergleichen. Also mitnichten jemand, den man sich unbedingt als Ikone hernehmen sollte. Aber letzten Endes ist es so, dass bei diesen mittlerweile schon seit beinahe 10 Jahren regelmäßig bei vergleichbaren Todesfällen auftretenden Black Lives Matter-Protesten und Protesten gegen sogenannten strukturellen Rassismus und Polizeigewalt in den USA und über die USA hinaus, es im Prinzip auch gar nicht um die jeweils einzelnen Todesopfer geht, sondern tatsächlich um relativ abstrakte Modelle eben dieses strukturellen Rassismus, dass die Schwarzen, die außerhalb Afrikas selbst, innerhalb irgendwelcher Stammesfäden, eigentlich zumindest offiziös per Gesetzeslage und so weiter nirgendwo auf der Welt mehr diskriminiert und benachteiligt werden, dass die aber eben immer noch strukturell benachteiligt sind. Und das insbesondere in den USA aufgrund der Geschichte der Sklaverei dort, die eben ein
einen Nährboden für entsprechende Interessengruppen bildet, um dort ihre Forderungen darauf auszubreiten. Wo aber tatsächlich, wenn man sich die wirklichen Verhältnisse anschaut, es so ist, dass schon seit geraumer Zeit, eben seit ungefähr seit der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren der sogenannten, die Schwarzen tatsächlich die Reparations, die Wiedergutmachung für das vor vielen Generationen erlittene Unrecht der Sklaverei längst administrativ doppelt und dreifach vergolten bekommen haben durch solche Dinge wie insbesondere die sogenannte Affirmative Action, die auf dem Arbeitsmarkt und insbesondere im Bildungswesen tatsächlich und ausdrücklich eine positive Diskriminierung zu Ungunsten der noch weißen Mehrheitsbevölkerung und von Asiaten in den USA bedeutet und eben die Schwarzen bei der Vergabe von Stipendien, von Studienplätzen und so fort aktiv bevorzugt, bis hin zu einzelnen Universitäten, die nicht zuletzt auch infolge der Black Lives Matter-Unruhen nach dem Tod von George Floyd pressewirksam für sich selbst Werbung gemacht haben, indem sie ihre sogenannten SAT-Scores, also die Aufnahmeprüfungen und die Numeri Clausi, die wie man in Deutschland sagen würde, dass sie das aufgegeben haben, um, wie dort ganz offen geschrieben wird, nicht durch Aufnahmeprüfungen, bei denen statistisch betrachtet Weiße und Asiaten immer besser abschneiden als Schwarze und partiell auch Latinos, um eben die Schwarzen und Latinos nicht zu benachteiligen, weil Tests, dadurch, dass sie existieren, dazu führen würden, dass Schwarze und Latinos darin schlechter abschneiden. Also dieser strukturelle Rassismus, wenn man dieser These tatsächlich folgen möchte, funktioniert, wenn überhaupt, dann doch in eine etwas andere Richtung. Aber wie gesagt, bei Black Lives Matter handelt es sich letzten Endes nicht um eine Bürgerrechtsgruppe im klassischen Sinne, sondern um eine dezidiert zur politischen und gesellschaftlichen Umwälzung geführten Aktivistengruppe um einen harten Kern von Ideologen herum. Und was da drum herum passiert, also besonders die weit über Minneapolis, wo George Floyd ums Leben gekommen ist, über die ganzen USA und dann darüber hinaus innerhalb von wenigen Wochen, ich glaube, es hat nur 2 Wochen gedauert, bis sich das einmal um den ganzen Erdball verbreitet hatte, bis nach Wien, Berlin, Tel Aviv sogar und was weiß ich, wohin noch alles, wohin das ausgegriffen hat. All diese Proteste, die wir dort gesehen haben und insbesondere auch die Ausschreitungen, die Plündereien, die Brandstiftungen und so weiter und so fort, das ist von der eigentlichen politischen Absicht dahinter erstmal zu trennen, weil es da dann natürlich auch um so Sachen wie Krawalltourismus geht und bloße Lust an Zerstörung und Gewalt, wie wir sie beispielsweise auch bei den G20-Krawallen in Hamburg gesehen haben. Die Leute, die dort Steine geworfen und Feuer gelegt haben, sind ja auch nicht immer irgendwelche politischen Überzeugungstäter gewesen, sondern eher sowas Ähnliches wie, Leute mit Erlebnisorientierung und Bock auf Gewalt, die eben einen entsprechenden Anlass gesucht haben. Und in der jetzigen Situation, wo der immer gern hergenommene und irgendwie immer gültige Rassismusvorwurf ausgepackt wird, gegen den sich bis dato noch niemand so richtig gewehrt hat, abgesehen von einzelnen mehr oder weniger konservativen Kommentatoren in den Medien, die auf die einschlägigen Statistiken verwiesen haben, wie das in solchen Fällen immer so gerne gemacht wird, hat sich ja immer noch niemand aktiv dagegen ausgesprochen und vor allen Dingen auch kein Durchgreifen gezeigt, keine nachhaltigen Maßnahmen in die Wege geleitet, um dieser Lage Herr zu werden. Insbesondere nicht der Präsident Donald Trump. Glaubst du, dass diese seitens Trump dieses Verhalten, dass es dann nicht endgültig einen Riegel vorzuschieben, auch so eine Sache von Wahltaktik ist, weil es ihm am Ende vielleicht in die Hände spielt? Also diese Sache hat 2 Seiten. Tendenziell, nachdem man erwartet hat, dass Donald Trump das, was er im Laufe seines Wahlkampfs und auch schon davor und nach seiner Inauguration, nach seiner Amtseinsetzung und seine komplette Präsidentschaft durch und auch jetzt, und wahrscheinlich wird er es auch nach der neuen Wahl im November tun, immer wieder per Twitter und sonst wie, vor allem per Twitter, verbreitet hat, nämlich Law and Order und dergleichen und eben
grundsätzlich sich als tougher Kandidat und dann Präsident inszeniert hat, der nun diesem ewigen Gerede und Nichtstun und vor allen Dingen Geld von A nach B verschieben, der etablierten Parteipolitiker einmal ein Ende machen und wirklich sein bis dato wirtschaftlich gepflegten Machismo einmal in die Politik einspeisen würde, dass er davon tatsächlich wenig bis gar nichts umgesetzt hat. Also von insbesondere innenpolitischem Durchgreifen ist von Seiten Trumps eigentlich wenig zu sehen gewesen. Und ich wage zu bezweifeln, dass das tatsächlich wahltaktische Gründe hat. Denn, wie gesagt, erstens mal ist es nicht an diese bevorstehende Wahl gekoppelt. Und zweitens muss doch davon ausgegangen werden, und das zeigen auch jüngere entsprechende Umfragen, die beispielsweise die doch eher liberal-konservative Denkfabrik Heritage Foundation in den USA durchgeführt hat, in entsprechenden Epizentren dieser Black Lives Matter-Ausschreitung, hat die ganze Zerstörung und es hat ja viele Todesopfer gegeben mittlerweile, und all diese Ausschreitungen führen selbstverständlich nicht dazu, dass sich die dort ortsansässigen Menschen, insbesondere auch die Gewerbetreibenden dort, die massiv geschädigt werden, wenn irgendwelche Familienbetriebe abgefackelt werden oder dergleichen, dass die solidarisieren sich ja nicht mit Black Lives Matter. Das ist ja auch gar nicht das Ziel dieser Ausschreitung. Es geht ja gar nicht um Solidarisierung, sondern es geht um die Setzung von Fanalen, abgesehen von Plünderungen, die eben durch Berufs- und Gelegenheitskriminelle durchgeführt werden und so fort. Also wahltaktisch wäre da eigentlich nur etwas zu holen, wenn Trump wirklich sein ewiges Gerede von I'm deeply concerned oder monitoring carefully und so weiter und so fort beiseite schieben und handeln würde. Durch den Einsatz meinetwegen der Nationalgarde, durch die Ausrufung des Ausnahmezustandes. Es gibt da ja mehr als genug gesetzliche Möglichkeiten. Aber Trump hat tatsächlich nichts dergleichen getan. Er hat mehrmals angekündigt, die Antifa beispielsweise als terroristische Organisation verbieten zu lassen oder entsprechend dagegen vorzugehen. Da haben beispielsweise auch in Deutschland und auch in Österreich einschlägige konservative bis rechte Politiker natürlich sich gleich auf die Hinterbeine gestellt und eifrig Männchen gemacht, weil das ja so schön ist. Aber es ist letzten Endes gar nichts darauf gefolgt. Und genauso sieht es auch ansonsten mit einer möglichen und zumindest nach allem, was mir bekannt ist, rechtlich ohne weiteres abgesicherten sicherheitspolizeilichen Niederschlagung dieser Aufstandserscheinungen aus. Also, wie gesagt, wahltaktisch, wenn überhaupt, sind meines Erachtens da nur irgendwelche Kastanien aus dem Feuer zu holen, wie man so schön sagt, wenn man jetzt wirklich hart gegen diese Aufrührer vorgehen würde. Und das sehe ich nicht. Also ist eigentlich dieses Chaos auch, würdest du sagen, in der Form, wie wir es jetzt aus der Ferne erleben können, auch in einer gewissen Art und Weise Ausdruck der Schwäche des Präsidenten, die er ja oft in gewisser Art und Weise schon seit Anfang seiner Amtszeit dann zeigt? Ja, ich denke schon. Auch wenn ich das nicht unbedingt personalisieren würde, weil ich persönlich der Ansicht bin, dass die Präsidentschaft Donald Trumps insbesondere eines gezeigt hat, nämlich dass diese charismatische Führung und diese Allmacht, die gemeinhin so in der Popkultur und vielleicht auch beim durchschnittlichen Fernsehkonsumenten und so weiter, sowohl innerhalb wie auch außerhalb der USA mit dem US-Präsidenten in Verbindung gebracht wird, dass es mit dieser Allmacht eigentlich nicht so weit her ist, weil auch der US-Präsident letzten Endes in einen gigantischen, überwölbenden bürokratischen Apparat eingebunden ist und tatsächlich zwar irgendwelche Notverordnungen, diese Executive Orders und so weiter erlassen könnte, wenn er es denn wollte, aber letzten Endes bei seinem normalen politischen Tagesgeschäft immer den Umweg über zig Berater, die ja teilweise auch sehr dubios besetzt sind, beispielsweise mit seinem Schwiegersohn Jared Kushner und dergleichen, nehmen muss und letztlich also seine tatsächliche persönliche Entscheidungskraft zwar eingesetzt werden könnte, aber einerseits leicht abgelenkt werden kann von einem
Bürokratieapparat, der, wie Wladimir Putin ausgerechnet ja mal gesagt hat, sich in der Regel nicht ändert, wenn das Regierungsoberhaupt oder die Regierungspartei wechselt und dadurch eben viele einmal eingeschlagene Kurse so lange weitergefahren werden, bis wirklich ein Umschlagpunkt durch irgendein unvorhergesehenes Ereignis oder so eintritt, weil sich eine neue Ideologie oder eine neue Agenda in der Kürze einer Legislaturperiode gar nicht in dem ganzen bürokratischen und meist ja auch recht verknöcherten Apparat durchsetzen kann. Und auf der anderen Seite hat Trump eben meines Erachtens auch gezeigt, dass er als Kind, als politisches und geistiges und ideologisches Kind dieser ganzen Reagan-Ära und des einigermaßen national beziehungsweise noch im Blockdenken des Kalten Krieges verhafteten, aber auch ein Stück weit national geprägten Neoliberalismus der 80er Jahre, dass er darin weiterhin befangen ist und sich ein Stück weit, wie der durchschnittliche Neokonservative, lieber auf Außenpolitik und Wirtschaftsfragen konzentrieren möchte, als sich um Innenpolitik zu kümmern. Und dieses ganze Vehikel der Begrenzung der illegalen Immigration und dergleichen, das war eben etwas, was zu Wahlkampfzeiten sehr gut angekommen ist. Und natürlich ging es auch ein Stück weit darum, Arbeitsplätze von angestammten Amerikanern zu schützen. Aber letzten Endes, in dem Moment, wo er tatsächlich als US-Präsident die weltpolitische Bühne betreten hat, sind eben andere Prioritäten in seinen Alltag getreten und haben diese America First-Versprechungen und dergleichen, die es vor 2016 sehr vollmundig aus seinem Munde und aus seinem Twitter-Account gegeben hat, doch sehr stark in den Hintergrund treten lassen. Also ist es dann vielleicht auch nicht ein Faktor mit dieser Weltsicht, die er hat, dass er vielleicht gar nicht den eigentlichen Grund unter diesen Protesten wirklich erkennen kann? Also dass das ja naja, am Ende keine Frage ist für diesem Civic Nationalism. Man merkt ja auch, dass er immer wieder probiert, das irgendwie auszuspielen. Ja, eigentlich müssten die Schwarzen ja alle Republikaner wählen, weil die Demokraten ihnen noch nie irgendwie was Gutes getan haben, so in diese Richtung. Und wir sind hier die wahren Verfechter der Menschenrechte und sowas. Und der dadurch vielleicht diese eigentliche, wirkliche, ja, grundlegende Ebene des Konflikts gar nicht sehen kann. Also, dass es am Ende eine ethnische Frage eigentlich mehr ist. Also das ist insoweit eine schwierige Sache, als dass ich natürlich schon davon ausgehe, dass Donald Trump solche Sachen sagt, wie dass die Schwarzen eigentlich Republikaner wählen müssten, ohne sich des parteigeschichtlichen Hintergrundes bewusst zu sein. Denn es ist ja tatsächlich bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein so gewesen, dass die Schwarzen tatsächlich mehrheitlich Republikaner gewählt haben. Denn ursprünglich sind die Republikaner ja die progressive Partei gewesen. Es war so, dass wann war diese Präsidentschaftswahl? Dass jedenfalls bis in die frühen 50er Jahre, nein, Unsinn, bis in die späten 40er Jahre hinein, so, bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die demokratische Partei, die konservative Partei war. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg, also der US-Präsident Franklin Delano Roosevelt, der die USA durch den Zweiten Weltkrieg hindurch geführt hat, ist ja kurz vor Kriegsende verstorben. Und daraufhin ist Harry Truman sein Nachfolger geworden. Und ich glaube, es war 1948, stand eben die nächste offizielle formgerechte Präsidentschaftswahl an. Und Truman bemühte sich um die Wiederwahl, weil er tatsächlich auch seinen eigenen Platz in der Geschichte haben wollte, kann man so sagen. Und nicht nur als der durch den Tod des eigentlichen Präsidenten neu auf den Thron emporgehobene Folgepräsident in Erinnerung bleiben wollte. Das war aber etwas schwierig, weil also Truman war selbst Demokrat. Viele Demokraten verehrten aber das Andenken und die Personen Franklin D. Roosevelts sehr und waren mit der Politik Trumans überhaupt nicht einverstanden, sodass die Midterms in den USA, gibt es ja diese etwas seltsame Sitte der Zwischenwahlen,
die immer zwischen zwei Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die Midterms 1946, also wirklich, wirklich ganz kurz nach dem Kriegsende und des in die Welt tretens der Nuklearbewaffnung und dergleichen, dass dort eben die Midterms zu einer krachenden Niederlage für die Demokraten wurden. Da war es dann auch so, dass verschiedene andere Krisenerscheinungen die Demokratische Partei zu zerreißen drohten, dass beispielsweise der ehemalige Vizepräsident Henry Wallace, der sich mit der Demokratischen Partei nach dem Tod von Roosevelt überworfen hatte, der aus der Partei ausgetreten war und seine eigene Partei gegründet hatte, die Progressive Party, mit der er zur 1948er Präsidentschaftswahl antreten wollte. Und insbesondere dieses Phänomen, diese Erscheinung, der viele Politberater eine erhebliche Sogwirkung auf die normalerweise geeinte demokratische Wählerschaft nachsagten, trieb die Parteispitzen der Beraterstäbe dazu, Truman zu einer dezidiert progressiven und liberalen Kampagne zu raten. Denn wie gesagt, Wallace hatte ja diese Progressive Party gegründet und dementsprechend wollte man Demokratenwähler, die sich davon angezogen fühlen könnten, wieder zurückziehen. Also diese ganze Einwanderungs- und Rassenfrage in den USA ist tatsächlich schon immer, selbst bis in die Gründungszeit der Vereinigten Staaten, immer schon politische Verschiebemasse gewesen. Und das muss man einfach mal so zugestehen. Es gibt tatsächlich in der US-Geschichte keine heilige alte halkyonische Vergangenheit, wo das alles gut war und wo quasi so eine ursprünglich als weiße Zufluchtsort gedachte neue Nation quasi aus dem Nichts entstanden ist, sondern das haben immer schon ganz knallharte politische und wirtschaftliche Interessen dahinter gestanden. Und Sachen wie die Einwanderungspolitik sind da immer schon einfach bloß Spielbälle gewesen. Aber gut, letzten Endes hat diese Konkurrenz, diese scheinbare Konkurrenz zwischen zwei progressiven demokratischen oder exdemokratischen Bewerbern zusammen mit einigen anderen auch geopolitischen Problemen wie dem Gerangel um die Gründung des Staates Israel beispielsweise dazu geführt, dass sich der komplette Südstaatenflügel oder die Angehörigen der jeweiligen Südstaatenparteien der Demokraten, dass die demokratische Versammlung, die Democratic Convention, 1948 geschlossen verlassen haben, nachdem Truman zuvor bereits alle Gegenkandidaten auf den Präsidentschaftskandidatenposten schon in der ersten Abstimmung beiseite geräumt hatte und es von Seiten seiner Unterstützer zu begeisterten, spontanen Reden für Civil Rights, also die Rechte der Minderheiten, insbesondere der Schwarzen, und mehr Zuwanderung gekommen war. Und diese Südstaaten-Delegierten haben daraufhin auch ihre eigene Partei gegründet, die States Rights Democratic Party, die man als Dixiecrats bezeichnet hat. Dixie ist ja so eine neckische Bezeichnung für die Südstaaten, die unlängst auch wieder in den Medien war, weil auch infolge der Black Lives Matter-Unruhen die Country-Band Dixie Chicks ihren Namen geändert hat und das Dixie gestrichen hat, weil das ja auch alles so rassistisch sei. Und diese Dixiecrats und die Progressive Party von Wallace haben es dann eben geschafft, insgesamt fast 2,5 Millionen Wählerstimmen von der klassischen demokratischen Partei abzuziehen. Man ist bereits davon ausgegangen, dass Truman nicht nochmal Präsident werden würde, sondern dass der Gewinner dieser Wahl der republikanische Kandidat Thomas Dewey sein würde, der Gouverneur von New York und ein noch stärkerer Verfechter der Civil Rights als Truman. Aber letzten Endes hat Truman es dann doch geschafft, die schwarzen Stimmen auf seine Seite zu ziehen, indem er die Flucht nach vorn angetreten ist und mit einer Notverordnung unter Umgehung des Parlaments die Rassentrennung innerhalb der US-Streitkräfte aufgehoben hat. Wie gesagt, eben dezidiert um schwarze Stimmen und die von weißen Progressiven und Liberalen abzufischen. Und das Ganze hat im Prinzip so eine Art Schneeballeffekt gehabt, die sich bis zum
bekannten und heute allgemein also, als schicksalhaft bezeichneten Hard Seller Immigration Act von 1965 durchgedrückt hat. In dieser Entwicklung hat letzten Endes dazu geführt, dass nunmehr auf einmal die Demokraten die Partei der ethnischen noch Minderheiten in den USA sind und nicht mehr die Republikaner. Also wenn Trump so etwas sagt, zeugt das von einer ähnlichen geschichtlichen Bewandertheit wie seine häufig wiederholte Formulierung, dass er in seiner Amtszeit mehr für die Schwarzen in den USA getan habe als alle Präsidenten seit Abraham Lincoln vor ihm. Man darf ihm, was sowas angeht, eben halt auch, ja, man darf da keine zu großen Ansprüche stellen. Ist das nicht, also, oder beziehungsweise kann man das mittlerweile nicht so bewerten, dass das, was man jetzt sieht, was sich auch irgendwie gefühlt in immer kürzeren Episoden, also beziehungsweise Zwischenformen abspielt, also die Phasen, in denen einfach wieder Ruhe ist, bis es mal wieder nicht zu so einer Black Lives Matter-Geschichte kommt, die werden immer kürzer und im Moment ist es ja, also es kommt einfach aus, ob es eine Dauererregung ist. Zeigt das, dass dieses Konzept, dieses amerikanische, was man auch mal den Melting Pot genannt hat, dass es gescheitert ist? Also dass daraus aus E Pluribus Unum, aus vielem und in dem Fall auch, wenn man es dann ummünzen will, aus vielen Ethnien eines irgendwie wird, dass das krachend gescheitert ist? Naja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also erstmal muss ganz grundsätzlich gesagt werden, dass es sich bei dieser ganzen Melting-Pot-Sache ja nun um etwas hält, was man heutzutage vielleicht als Meme bezeichnen würde. Es war ja nie wirklich die Rede davon, also zumindest nicht offiziell und auch nicht, es war auch nicht weltweit anerkannt, dass die USA nun sich selbst als der große Schmelztiegel für alle Ethnien, für alle Rassen der Welt sehen würden. Und dem war auch durchaus nicht so. Tatsächlich international bekannt geworden und eingebürgert hat sich dieser Begriff des Melting Pots überhaupt erst Anfang des 20. Jahrhunderts infolge eines gleichnamigen Theaterstückes, The Melting Pot, in Anführungszeichen englischen zionistischen Schriftstellers Israel Zangwill. Das wie gesagt 1908 erstmals in New York aufgeführt wurde und das ja im Prinzip diesen Begriff überhaupt erst wirklich bekannt gemacht hat. Und was die USA an sich angeht, gibt es im Immigration Act von Sekunde genau dem allerersten Einwanderungsgesetz, das die damals noch sehr jungen USA hatten, dem Naturalization Act von 1790, auf den die Puristen und Traditionalisten bis heute fixiert sind. Da steht drin, da ist die Rede davon, dass die US-Staatsbürgerschaft jedem verliehen werden kann, jedem Ausländer verliehen werden kann, bei dem es sich um einen freien Weißen mit gutem Leumund handelt, der mindestens 2 Jahre lang in den USA und unter der Gerichtsbarkeit der USA gelebt hat. Darauf fixieren sich alle, weil darin explizit von Weißen die Rede ist. Aber man muss eben halt dazu sagen, dass bereits lange davor Exponenten der amerikanischen Gründerväter, insbesondere George Washington selbst, bei denen es sich zu einem Gutteil, das darf man nicht vergessen, das, was man heutzutage Plutokraten nennen würde, also Großgrundbesitzer und vermögende, ja, sagen wir, Kapitalisten, Farmer, gehandelt hat, dass die nie ein Problem mit Einwanderung gehabt haben. Auch mit Masseneinwanderung nicht und dass es ihnen egal war im Prinzip, woher diese Einwanderung kam. Solange die Leute, die dort kamen, einigermaßen fähig waren und man sie wirtschaftlich, sowohl aus ihrer persönlichen Sicht privat, als auch eben für das Land, das ja damals auch noch deutlich kleiner war, wir reden ja von den 13 ursprünglichen Kolonien hier, instrumentalisieren konnte. Es gibt da auch diverse Zitate, insbesondere von Washington selbst, wo er
wo er beispielsweise seinen Privatsekretär losschickt, das datiert, glaube ich, von 1784, wo er seinen Adjutanten und Privatsekretär Tench Tillman losschickt, um eine frisch in Baltimore angelandete Schiffsladung von Pfälzern, Palatines, zu begutachten und dort zu prüfen, ob es dort handwerkliche Fachleute gibt, die Washington für seine ausladenden Besitzungen einspannen konnte. Und insbesondere also Häuslebauer und Maurer und dergleichen. Und dieser Tillman sollte dorthin gehen, diese Leute suchen und sollte sie kaufen. Denn Sklaverei, was wir heute Sklaverei nennen, bezog sich in den USA niemals ausschließlich auf Schwarze, sondern genauso eben auch auf kaukasischstämmige, also das ist ja die dortige Rassenbezeichnung für Weiße, wozu es auch eine sehr interessante und sehr ulkige rechtliche Grundlage gibt, aber sei es drum, also auf kaukasische, weiße, europäischstämmige Neuzugänge, Neuzuwanderer, die dann eben nicht in offene Sklaverei mit Peitsche und Halseisen und dergleichen gezwungen wurden, sondern in etwas, was man Vertragsknechtschaft nennt. Also im Prinzip sowas der Unternehmer, der Sklavenhalter würde sich dann im Prinzip als so eine Art Sugar Daddy betätigen. Und diese Neuankömmlinge mit einem entsprechenden Knebelvertrag, ähnlich wie Seeleute, die früher Shanghai wurden, an sich binden und dann müssten sie eben seien es meinetwegen 15 Jahre für ihn arbeiten, um sich dann letzten Endes mit dem Geld, das sie durch ihre Arbeit in Anführungszeichen verdienen und das der Sklavenhalter für sie verwahrt, dann letzten Endes freikaufen zu können. Also tatsächlich standen diese Leute, wo teilweise in der amerikanischen Rechten heutzutage noch gesagt wird, ja, unsere Gründerväter waren White Supremacists und so ist dieser Staat entstanden und wir sollten zu diesen Wurzeln zurückkehren. Diese Gründerväter, diese angeblichen White Supremacists, haben ihrerseits nie Probleme damit gehabt, auch Weiße in Ketten zu legen, in Anführungszeichen zumindest in die Ketten des Geldes zu legen, wenn es ihren Privatunternehmungen in der neu gegründeten jungen US-Nation zugute gekommen ist. Also von daher muss man das schon so sagen, dass dieser Melting Pot auf der einen Seite so nie existiert hat und teilweise gezielt instrumentalisiert worden ist, um ganz andere politische Interessen durchzusetzen, aber dass auf der anderen Seite der oftmals gepflegte Coping, das oftmals gepflegte Coping-Narrativ, wonach die USA ursprünglich mal als rein weißes Land gedacht worden seien, so eine Art Safe Haven, eine Zufluchtsstätte zwar für die Armen der Welt darstellen sollte, aber eben nur für die armen Weißen, dass das zumindest aus Sicht der Gründerväter doch nicht immer so Bestand gehabt hat, wenn sie aus einer anderen Behandlung dieser Thematik ihren persönlichen Vorteil schlagen konnten. Was das angeht, hat sich die Politik bis heute wenig geändert. Aber jetzt mal ungeachtet dieser Ansichten, ist es ja schon so, also wenn ich da jetzt nicht falsch liege, dass die ethnische Fragmentierung in dem die letzten Jahrzehnte um einiges mehr zugenommen hat als noch zu der damaligen Zeit und dass daraus jetzt mal egal, welche Intentionen dann auch jetzt die Gründerväter hatten oder nicht, natürlich eine gewisse Dynamik heraus entsteht. Das ist nicht von der Hand zu weisen, also, aber das liegt daran, dass diese versuchte Durchmischung der Ethnien etwas ist, das die Ethnien auf dem Level des Otto-Normalverbrauchers, was in den USA Average Joe Sixpack heißt, nie gewollt worden ist, sondern dass das dort, wo es stattgefunden hat, und zwar ganz dezidiert auch seit den 60er Jahren infolge der Bürgerrechtsbewegung, im Wesentlichen erzwungene Maßnahmen waren. Es dürften ja doch relativ weitläufig bekannt sein, diese Bilder von der erzwungenen Desegregation in Südstaaten wie insbesondere Alabama, wo also man die Schwarzen, die in eigenen Stadtteilen gewohnt haben, dazu genötigt hat, in Busse zu steigen, um sie in andere Stadtteile zu fahren, um sie dort auf ehemals rein weiße Schulen gehen zu lassen. Und die Schüler, die weißen Schüler dieser Schulen, von US-Fallschirmjägern mit aufgepflanztem Bajonett
dazu gezwungen worden sind, diese Schulen zu betreten und in Zukunft gemeinsam mit schwarzen Schülern diese Schulen zu besuchen. Weder diese weißen Schüler, beziehungsweise natürlich deren Eltern, noch die schwarzen Schüler und deren Eltern wollten das. Sondern das sind Entscheidungen gewesen, die auf dem bundesstaatlichen und teilweise auf dem föderalen Level, also in Washington, getroffen und den nachgeordneten Institutionen und der ganz normalen Bevölkerung schlicht oktroyiert worden sind. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass selbst innerhalb der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, der sogenannten, es sehr lange zwei sehr stark gegensätzliche Strömungen gegeben hat, nämlich einerseits die Integralisten, Integrationisten, möchte ich sie mal nennen, Menschen wie Martin Luther King Jr., die sich eben für die Durchmischung, die notfalls auch zwangsweise Durchmischung von Schwarz und Weiß in den USA eingesetzt haben, und auf der anderen Seite eben die Separatisten, Menschen wie Malcolm X, die ganz dezidiert gesagt haben, okay, Schwarz und Weiß sind zwei verschiedene Rassen. Wir Schwarzen wollen uns nicht mit euch Weißen mischen. Wir wissen, dass ihr Weißen das auch nicht wollt. Also lasst uns in diesem Land gemeinsam, Seite an Seite, aber eben in Verbundenheit getrennt sozusagen. Das wäre dann also nicht e pluribus unum, sondern eher eine complexio oppositorum, eine widerstrebige Fügung. Lasst uns in Freundschaft und Verbundenheit getrennt leben, und bis hin zu Vorschlägen, dass es für schwarze Viertel eben eigene schwarze Polizeieinheiten geben sollte und dass die weißen Viertel policen sollten. Diese Strömung hat sich aber eben nicht durchgesetzt. Malcolm X ist ja ermordet worden. Und den Sieg davon getragen haben eben letzten Endes die Integrationisten zusammen mit ihren weißen liberalen Gegenstücken. Und das, was wir jetzt sehen, ist letzten Endes ein ähnlicher Zerfallsprozess, beziehungsweise was wir nicht erst jetzt sehen, sondern schon seit Jahrzehnten. Aber es hat sich eben sehr lange hingezogen und ist sehr lange durch staatliche Fördermaßnahmen und vor allen Dingen viel, viel Geld einigermaßen im Zaum gehalten worden. Was wir jedenfalls sehen, sind ähnliche ethnische Zerfallserscheinungen, wie es sie sehr prominent beispielsweise nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft in Jugoslawien gegeben hat, wo auch einander spinnefeind gegenüberstehende Völker unter einer gemeinsamen Herrschaft zusammengezwungen worden sind und mit Gewalt gehalten worden sind. Und in dem Moment, wo diese Herrschaft ins Wanken kam und sich nicht mehr halten konnte und wo die Exekutivorgane, die letzten Endes diesen Zwangsverbund zusammengehalten haben, der strauchelnden Regierung den Dienst versagt haben, sind diese Vielvölkerstaaten sofort in ihre einzelnen Völker zerfallen. Es ist dann zu blutigen Kriegen gekommen, so wie das meistens ist, wenn eben solche Ethnien ihre Grenzen einander gegenüber neu ziehen müssen, bedauerlicherweise. Und das damals hat schon ein sehr deutliches Zeichen dafür gesetzt, dass derartige Zwangsmischungsexperimente einfach nicht funktionieren. Und in den USA zeichnet sich letzten Endes schon sehr lange etwas Ähnliches ab, weil man diese verfahrene und paradoxe, oxymoronische Gesamtsituation eben auch nur eine begrenzte Zeit mit viel Geld zudecken kann. Nun ist es so, du hast die Antwort ja, also in gewisser Art und Weise hast du die Antwort auf meine nächste Frage schon gegeben. Ich stelle sie nichtsdestotrotz trotzdem. Und zwar, man wirft ja jetzt die ganze Zeit immer vor, dass ein Auslöser für diese Konflikte wäre die in Anführungszeichen faschistische Regentschaft des Herrn Trump. Und dann setzt man gerade von dieser Seite, probiert man so, naja, das Bild zu vermitteln, dass wenn jetzt der demokratische Gegenkandidat an die Macht kommt, dann wird wieder alles gut. Was würdest du sagen? Würde Joe Biden das einlösen oder würde sich dieser Konflikt einfach ungeachtet dessen, wer da jetzt eigentlich im November gewinnt, vortragen und vielleicht sogar noch zuspitzen? Also ganz grundsätzlich muss
erstmal dazu gesagt werden, dass die Frage natürlich ist, inwieweit Joe Biden noch überhaupt irgendetwas machen kann. Ich meine, es ist irgendwo ein etwas gemeiner Witz, dass der Mann nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne ist. Aber es gibt ja nun mittlerweile hinreichend entsprechende Mitschnitte aus irgendwelchen Reden und Berichte über seine persönlichen Gebrechen, ebenso wie auch die Zweifel daran, weil er auf dieser ganzen Wahlkampftour so lange zurückgehalten wurde, offenbar aus Angst seines persönlichen Teams, dass er sich weitere Schnitzer leisten könnte, ob er wirklich in der Lage sein wird, die immensen Aufgaben, die ihm bevorstehen, als Präsident wirklich zu tragen. Das muss man sehen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass er von dieser ganzen Problematik entweder nicht viel mitbekommt oder es schlichtweg nicht versteht. Diese Forderungen beispielsweise, der Polizei die Mittel drastisch zu kürzen oder ganz zu streichen, als er in Interviews danach gefragt worden ist, hat er scheinbar überhaupt nicht begriffen, worum es eigentlich geht und behauptet, er habe immer schon derartige Dinge gefordert. Obwohl das ja nun eine wirklich relativ neue Erscheinung ist und ich glaube, Joe Biden seit 47 Jahren im Kongress Politik macht oder dergleichen. Also was der Mann tut oder lässt, falls er Präsident wird, mal dahingestellt. Aber wer in dieser Hinsicht wirklich sehr interessant ist oder sich noch als sehr interessant herausstellen dürfte, ist, denke ich, eher Kamala Harris, die er ja nun als Vizepräsidentenanwärterin ausgesucht hat vor einigen Wochen. Und Kamala Harris ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Dabei geht es insbesondere vor dem Hintergrund der jetzigen Ausschreitung. Dabei geht es nicht nur um diese legendäre Geschichte, wonach sie sich immer selbst als Farbige, als Schwarze gesehen hat, aber das aufgrund ihres Familienstammbaums eben sehr fraglich ist. Da schon mehrfach die Frage gestellt worden ist, inwieweit tatsächlich so eine Art Minderheitenbonus auch in der US-Politik gilt, dass man quasi automatisch eher für hohe Leitungsposten, insbesondere in der Demokratischen Partei, in Frage kommt, wenn man einfach behauptet, man habe einen Migrationshintergrund in der Familie, sehr prominent ja auch Elizabeth Warren, die eine Weile auch als Vizepräsidentschaftskandidatin. Die große Indianerfrage. Ja, es ist brillant. Also einfach zu behaupten, man habe einen indianischen Hintergrund, um sich ein Universitätsstipendium oder einen Studienplatz, ich weiß nicht mehr, was von beiden es war, zu erschleichen. Niemand fragt danach, niemand traut sich, weil man sofort davon ausgehen muss, als Rassist bezeichnet zu werden, wenn man sowas anzweifelt. Und dann irgendwann 30 Jahre später oder so kommt hier mal irgendein Journalist auf die Schliche. Und ja, sowas gibt es wirklich nur in Amerika. Also abgesehen von gewissen Leuten auch hierzulande, die dann durch die Schulen tingeln und irgendwelche Geschichten über historische Begebenheiten erzählen. Aber lassen wir das. Ganz grundsätzlich, abgesehen von dieser pittoresken Geschichte mit ihrer eigenen Abstammung, ist es nämlich so, dass Kamala Harris immer schon ein ziemlicher Wendehals, ein Wechselbalg gewesen ist, insbesondere was ihre ordnungspolitischen Ansichten angeht. Sie hat sich jetzt ganz dezidiert auf die Seite der Leute gestellt, die der Polizei die Mittel kürzen möchten. Sie hat sich mit den Black Lives Matter Demonstranten solidarisiert. Sie hat bei Twitter beispielsweise mehrfach auch dafür geworben, dem sogenannten Minnesota Freedom Fund zu spenden, was eine große Geldsammel- und Waschanlage ist, um Demonstranten im Zuge von Black Lives Matter Ausschreitungen, die wegen Vandalismus, wegen Diebstahls etc., wegen Gewaltverbrechen auch festgenommen werden, um denen die Kaution zu stellen, damit sie wieder freikommen. Und der ein Herr namens Greg Levine, der diese ganze Sache leitet, hat ausdrücklich gesagt, als er bezüglich eines Tweets von Kamala Harris darauf angesprochen worden ist, ob seine Organisation, dieser Minnesota Freedom Fund, denn auch ob das alles mit sauberen Dingen zuginge, hat er ausdrücklich gesagt, dass es ihm völlig egal sei, inwieweit sich jemand, der im Zuge eines solchen Black Lives Matter Protests verhaftet würde, wirklich strafbar gemacht hätte, dass er sich die Akten nicht ansehe, sondern dass er einfach dafür sorgt, dass die Leute wieder freikommen, weil es nicht darum geht, ob irgendjemand sich strafbar gemacht hat oder nicht, sondern er und alle Leute, die an den Minnesota Freedom Fund spenden und alle Leute, die bei Black Lives Matter Demos
Klammer auf, auch bei den Ausschreitungen drumherum, Klammer zu, auf die Straße gehen, letzten Endes ein gemeinsames Ziel haben, nämlich das System zu bekämpfen. So, das ist letzten Endes die grundsätzliche Linie des Ganzen. Und gleichzeitig, also was heißt gleichzeitig? Gleichzeitig ist Kamala Harris aber eine Person, die ja nun schon etwas länger in der Politik aktiv ist, auch entsprechende Exekutivfunktionen gehabt hat und die 2009 erst ein Buch geschrieben hat, in dem sie sich sehr dafür stark gemacht hat, die Polizei zu verstärken und mehrfach unterstrichen hat, dass man Verbrechen nicht dadurch reduziert, dass man weniger Cops auf die Straße schickt. Das Buch heißt Smart on Crime, da steht das alles drin. Und da hat sie die genau gegenteilige Ansicht vertreten, wie sie es jetzt gerade tut. Sprich, wenn sie einmal Präsidentin, also erstmal Vizepräsidentin ist und dann vielleicht Joe Biden in seiner Amtszeit stirbt und sie dementsprechend auf den Präsidentschaftsposten aufrückt, dann muss man sehen, wie sie sich entscheidet. Und insbesondere innerhalb der Alt-Right oder der Dissident-Right in den USA sind schon mehrfache Stimmen laut geworden, unter anderem von Richard Spencer, die daran erinnert haben, wie Kamala Harris, als sie exekutive Macht in der Hand hatte, selbst der Anwendung staatlicher Machtmittel gegenüber solchen Aufrührern, Plünderern und Gewaltexzesstätern, wie sie dem gegenübergestanden hat. Und diese Leute, diese alternativrechten, parteifreien Rechten, haben in den Raum gestellt, dass in Anbetracht der bisherigen Amtszeit Trumps von einer Vizepräsidentin oder Präsidentin Kamala Harris sehr wohl und sehr wahrscheinlich zu erwarten wäre, dass sie deutlich härter mit solchen Aufrührern und Anarchisten und Gewalttätern umspringen würde, als Trump das jemals getan hat. Man darf also gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Ich persönlich gehe davon aus, dass was diese Erscheinungen und das weitere Prozedere in dieser Zerreißprobe für die USA angeht, dass Joe Biden da eine vernachlässigbare Größe ist, sowohl von Willen als auch von Vermögen her. Und dass, wenn überhaupt, man sich eher auf Kamala Harris und die Personen, die dann noch weitere Ministerposten erhalten werden und nationaler Sicherheitsberater oder dergleichen werden, dass man sich auf die konzentrieren sollte, wenn es darum geht, Prognosen zu treffen, wie sich das alles weiterentwickeln wird nach der Wahl im November. Um jetzt nochmal den Blick abzuwenden von dieser ganzen großen Politik zurück auf die Straße und auf diese Plünderer und alles, was da so abläuft. Es gibt da ja mehrere Hotspots. Also Portland ist irgendwie immer groß in den Medien. Kenosha war, glaube ich, das letzte und da ist nämlich auch dieser entsprechende Fall passiert. Korrigiere mich, falls ich da falsch liegen sollte. Es war in Kenosha, ne? Also mit jetzt hier mit Kyle Rittenhouse, wo es diesen Fall gab, dass ja, genau. Es gab Plünderungen, irgendwelche verworrene Lage, so ganz genau habe ich es jetzt auch nicht auf dem Schirm, da kannst du mich dann gleich nochmal drüber aufklären. Und dabei gab es dann den Akt, ich glaube, er ist 18, 19 oder gerade mal 17. 17 ist er, ja. Und wie er dann sein Name Kyle Rittenhouse wird bedrängt von Antifas massivst. Also da geht es nicht nur, dass man ein bisschen rumgestumpt wird, sondern der eine hatte auch eine Waffe und so weiter und musste wahrscheinlich auch, also hat um sein Leben am Ende gefürchtet, nach allem, was die Videoaufnahmen hergeben, kam es dann zum Akt der Selbstverteidigung. So sieht es zumindest aus. Und dabei kamen dann drei der Angreifer zu Tode. Beziehungsweise es waren zwei und einer wurde schwer verletzt. Und dann ging eine ganz abartige Maschinerie los. Und an diesem Fall hängt sich gerade sehr, sehr viel an der Innenpolitik in Amerika auf. Schilder zum einen mal den Fall, was da genau jetzt hundertprozentig abgelaufen ist und wie man da paradigmatisch dran erkennen kann, wie das amerikanische Establishment eigentlich in einer völlig, ja, in derselben Art und Weise, wie man das in Deutschland auch macht, mit diesem Fall umgegangen ist. Okay, also ich werde versuchen, das so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig zu halten. Kyle Rittenhouse ist zusammen mit einigen Freunden
nach Kenosha gereist, über Staatsgrenzen hinweg. Das ist sehr wichtig, weil so etwas in den USA eine ganz böse Sache wird, wenn man eben straffällig wird. Denn wenn es über Staatsgrenzen hinweg geht, ist nicht mehr die jeweilige State Police, sondern das FBI zuständig. Und das wird dann ganz schnell ganz problematisch, im Speziellen, wenn es um Gewaltverbrechen geht. In den USA sind solche Sachen wie organisierte Straftaten, insbesondere bei Gewaltverbrechen, eine ganz, ganz böse Sache. Das nennt sich dann Conspiracy to Commit Violence und dergleichen und ist insbesondere beim behördlichen Vorgehen gegen tatsächliche oder geargwöhnte Rechtsextremisten in den letzten Jahren, insbesondere in der Trump-Präsidentschaftszeit, wo das Ganze stark zugenommen hat, sehr präsent geworden und auch immer stärker und rigider angewendet worden. Kyle Rittenhouse hat also zusammen mit einigen Freunden die Reise über die Staatsgrenzen hinweg nach Kenosha auf sich genommen, um dort die bereits vorhandenen kleinen Zusammenschlüsse von Milizangehörigen und besorgten Bürgern und was es da nicht alles gibt, dabei zu unterstützen, die Neighborhoods und Geschäfte und Wohnhäuser vor den Ausschreitungen der Black Lives Matter-Aufrührer zu schützen. So. Der hat dort, das ist gefilmt worden von diversen Journalisten, erst einmal in der betreffenden Nacht ein Interview gegeben, wo er erklärt hat, wer er ist. Dass er nicht aus Kenosha stammt, sondern aus Antioch in Illinois. Dass er nach Kenosha gekommen ist, um zu helfen, wenn irgendjemand verletzt wird, erste Hilfe leisten möchte und dass er natürlich seinen Beitrag dazu leisten möchte, diese Geschäfte, zu deren Bewachung er dort eingeteilt war, nehme ich an, zu schützen. Und Wisconsin, wo Kenosha liegt, Kenosha ist übrigens ein Bezirk mit einem relativ hohen Anteil an deutschstämmigen Bewohnern. Das nur so als Anekdote am Rande. Der Bundesstaat Wisconsin ist ein Open Carry State. Das bedeutet, dass dort jeder eine Feuerwaffe tragen darf, sofern er sie offen trägt. Also in einem klar erkennbaren Holster oder so wie Rittenhouse in diesen Videos und auf den Fotos zu sehen ist, eben mit den entsprechenden Tragegurten umgeschlungen. Das heißt, soweit alles in Ordnung, alles kein Problem. Die ganze Sache stellt sich so dar, dass er dann später im Laufe seiner Wache tatsächlich damit konfrontiert wurde, dass Unruhestifter, wie auch immer man sie nennen möchte, diesen Block, diesen Gewerbegebietsblock, zu dessen Bewachung er eingeteilt war, angegriffen haben. Und er hat darauf reagiert, indem er versucht hat, diese Angreifer zu vertreiben. Daraufhin ist ihm wohl ein Plastikbeutel also ein Brandsatz in einem Plastikbeutel entgegengeschleudert worden, wohl von oder zumindest in Anwesenheit von dem ersten getöteten Antifa-Angehörigen, einem gewissen Joseph Rosenbaum, der bereits auch vorher am gleichen Tag bereits in einem Video zu sehen war, wo er die Bewacher dieses Gewerbeblocks und darunter auch Rittenhouse provoziert und körperlich angegangen hat. Und er hat sich vor dem Rittenhouse aufgebaut und ja, ihn so touchiert und ihn angeschrien, dass er ihn doch erschießen soll. Der O-Ton war tatsächlich "Shoot me, nigger", was von Seiten eines weißhäutigen Mannes namens Rosenbaum gegenüber einem weißhäutigen Mann namens Rittenhouse schon eine sehr ulkige Herangehensweise ist, aber tatsächlich dann ja doch sehr tragisch geendet ist für Herrn Rosenbaum. Jedenfalls hat der Rosenbaum dann nach allem, was zumindest mir bislang bekannt ist, dann versucht,
Kyle Rittenhouse zu entwaffnen. Kyle Rittenhouse war bewaffnet mit einem, also mit einer zivilen Sturmgewehrvariante, also so einem AR-15-Klon, wie sie mittlerweile sehr bekannt geworden sind, dadurch, dass es damit einige Amokläufe und School-Shootings und so weiter gegeben hat. Also das sind halbautomatische Gewehre, keine vollautomatischen. Vollautomatische sind Kriegswaffen und die dürfen auch in den USA eben nur vom Militär eingesetzt werden, beziehungsweise von Sicherheitskräften auch. Rosenbaum hat dann eben diese Brandflasche, diesen Brandbeutel auf Kyle Rittenhouse geschleudert und dann in der Folge versucht, ihn körperlich anzugreifen und ihm die Waffe abzunehmen. Und daraufhin hat Kyle Rittenhouse ihm in den Kopf geschossen und Rosenbaum war tot. So. Im Rahmen dessen, was ich über die Rules of Engagement gelernt habe in meiner eigenen Wehrdienstzeit, ist das durchaus als Notwehr zu qualifizieren, beziehungsweise als nachvollziehbares Vorgehen in einer solchen Situation. Aber auf der anderen Seite bin ich kein Jurist, dementsprechend möchte ich darüber nicht befinden. In der Folge dann, nachdem Rosenbaum zu Boden gefallen ist mit dem Kopfschuss, hat Kyle Rittenhouse den Rückzug angetreten. Also er hat nicht, wie anfangs von linker Seite aus verbreitet ist, einfach wahllos in die Menge geschossen oder dergleichen, vollkommen unprovoziert und so, sondern er hat versucht, sich abzusetzen, ist aber von diesem Mob von ich glaube ungefähr 8 bis 10 Personen verfolgt worden. Und einer von denen hat ihn dann, ich glaube, mit einem Skateboard niedergeschlagen. Es gibt ja dann diese Bilder, die auch schon längst ein bisschen ikonisch geworden sind, wo Kyle Rittenhouse auf der Straße sitzt und versucht eben diese ganzen Straßenkämpfer, die wie die Hyänen um ihn herumkreisen, von sich fernzuhalten. Und einer von denen ist dann eben auf ihn zugetreten und hat wollte ihn schlagen oder dergleichen. Und auf den hat Kyle Rittenhouse dann das zweite Mal geschossen, ihm in die Brust getroffen. Das war ein gewisser Anthony Huber. Und der ist an dieser Schussverletzung dann auch verstorben. Ein weiterer Antifa-Angehöriger Angehöriger dieses Pro-BLM-Mobs, die ihn angegriffen haben. Das war der mit der Waffe, den du bereits angesprochen hast. Der ist auf diesen Fotos zu sehen, wie er sich mit erhobenen Händen dem Kyle Rittenhouse nähert und dann, als er hinreichend dicht an ihm dran steht, in seine Tasche greift und eine Waffe zieht. Und dem hat Kyle Rittenhouse dann in den Oberarm geschossen und ihn dadurch kampfunfähig gemacht. Also ja, was soll man dazu sagen? Ich bin kein Jurist, wie gesagt. Für mich stellt sich das Ganze aber als eine eindeutige Notwehrsituation dar. Man muss, auch wenn ich dazu sagen möchte, dass ich die Glorifizierung von Kyle Rittenhouse jetzt nicht so ganz unterschreiben kann, sondern dass wir eher tatsächlich Mitleid mit dem Jungen haben sollten, weil das eine unglaublich beschissene, ich hoffe, ich darf das in diesem Podcast sagen, Situation ist, bewegt hat. Also in seiner Haut möchte ich nicht stecken und ich denke, das sollte auch sonst niemand wollen. Man muss ihn ein Stück weit dafür bewundern, so ruhig geblieben zu sein. Also ich glaube nicht, dass das allzu viele Leute vermocht hätten. Ich meine, gut, klar, in den USA mit den dortigen Waffengesetzen und der Milizbewegung und was es da alles gibt, ist es relativ leicht, auch in so jungen Jahren an eine doch auch vernünftige militärische oder paramilitärische Ausbildung heranzukommen. Aber ich glaube, selbst in einem so militarisierten Staat, mit einem so gigantischen Militärapparat wie den USA, dürfte es in offiziellen Militärkreisen nicht so leicht sein, jemanden zu finden, der in einer solchen Situation, wo er von in einem Verhältnis 1:10 oder 1:12 von einem bewaffneten Mob angegangen wird, der so ruhig bleibt, mehrmals versucht, die Situation zu deeskalieren und diesem Antifa-Haufen einfach zu sagen, passt auf, ich möchte nicht auf euch schießen, lasst mich einfach in Frieden, nehmt eure Molotow-Cocktails und geht. Ich könnte woanders randalieren, nicht hier. Und der dann, wenn er angegriffen wird von Leuten, die offensichtlich die Absicht haben, ihn zu töten,
ich glaube, insgesamt 5-mal schießt, 3-mal trifft und mit einem solchen Ergebnis, es hat sich ja herausgestellt, dass alle Antifa-Angehörigen, die in dieser Auseinandersetzung getötet oder verletzt wurden, ein langes Vorstrafenregister vorzuweisen haben, auch wenn das natürlich kein Grund ist, jemanden zu erschießen, ich weiß schon. Und abgesehen davon, Notwehr eben nun mal Notwehr ist und Notwehr bleibt, egal ob jemand ein Vorstrafenregister hat oder nicht, so oder so muss man, ich denke, man sollte einen gewissen Respekt, meinetwegen auch, wenn man das möchte, eine gewisse Anerkennung gegenüber Kyle empfinden, aber zu beneiden ist er wirklich nicht. Und dazu muss eben auch gesagt werden, wir haben vor nicht allzu langer Zeit den 3. Jahrestag der Unite the Right Rally in Charlottesville, Virginia, hinter uns gebracht. Dort hat es ja diesen furchtbaren Unfall gegeben, wo nach dem Ende der, also nach der abgeblasenen, ursprünglich angedachten rechten Demo und den bürgerkriegsähnlichen Zuständen und massiven Ausschreitungen und teilweise schweren Körperverletzungen, auch von Antifa-Seite, gegen die Leute, die zu dieser rechten Veranstaltung gekommen waren, im ganzen Stadtgebiet gekommen ist, wo dann ein junger Mann namens James Alex Fields mit seinem Wagen in einer Notsituation, in einer ähnlichen, wo er auch mit Waffengewalt bedroht worden ist, in den Teil einer Gegendemo, einer linken Gegendemo hineingefahren ist. Ich weiß, dass das zuständige Gericht da anders entschieden hat, aber ich habe damals den Livestream gesehen und ich weiß, was ich gesehen habe und ich nehme es gerne auf mich, dass mich jetzt irgendjemand erzählen will. Ich würde das alles revisionistisch betrachten, aber wie gesagt, ich weiß, was ich gesehen habe, dass jedenfalls James Fields unabsichtlich in einer unübersichtlichen Situation und in Panik in diese Demonstration hineingefahren ist, wo eine Demonstrantin zu Tode gekommen ist und der dafür eine lebenslängliche Haftstrafe und nochmal aufgrund der diversen verschiedenen Zusatzstraftatbestände, die das US-Gesetz da erlaubt, nochmal 419 Jahre, glaube ich, obendrauf bekommen hat auf die lebenslange Haftstrafe. So etwas sollte auch mit Kyle Rittenhouse passieren und wäre auch mit ihm passiert. Also natürlich nicht, es sollte nicht mit ihm passieren aus meiner persönlichen Sicht, sondern aus Sicht der berufenen, interessierten Kreise in den USA, hätte es nicht dieses Video gegeben. Und wäre das nicht alles mitgeschnitten worden, dann wäre die Sache schon längst klar und die einschlägig interessierten Kreise hätten diesen Vorfall genauso instrumentalisieren können, wie sie auch Charlottesville instrumentalisiert haben. Wobei ich persönlich auch sicher bin, dass bereits 2017 in Charlottesville eigentlich das Ziel war, eine solche Situation, dass irgendeiner der Rechten eine Waffe zieht und auf Leute, die ihn angreifen, schießt und dann irgendjemand ums Leben kommt, provoziert werden sollte, wozu es damals Gott sei Dank nicht gekommen ist. Also das ist einfach die Problematik jetzt auch im Fall Kyle Rittenhouse war ja ähnlich. Also es wurde ja sofort gebrüllt, dass es ein White Supremacist Shooting gegeben hätte. Und du hattest es auch schon so anklingen lassen, dass die Linken da teilweise behauptet haben, er hätte in die Menge ganz offen hineingeschossen. Und man schon direkt am Anfang wieder probiert hatte, es dementsprechend zu framen, was da passiert ist. Ja, dieses Framing hat auch ganz, ganz konkrete Gründe, weil es nämlich beispielsweise so ist, dass bei Facebook seit einigen Jahren, glaube ich, es so eine interne Regelung gibt, wonach Beiträge, die Bezüge auf Mass-Shootings, also beispielsweise Amokläufe an Schulen und so weiter enthalten, ohne viel Federlesens gelöscht werden. Mit dem einigermaßen nachvollziehbaren Sinn, Trittbrettfahrer und Copycats, also Nachahmungstäter, abzuhalten. Damit dann niemand sieht, oh wow, hier stellt irgendjemand sein am besten noch sein Bodycam-Video von irgendeinem Amoklauf oder dergleichen online und bekommt dafür jede Menge Likes und was weiß ich und jede Menge Aufmerksamkeit. Und weil ich in meinem eigenen Krankenhirn auch nur auf Aufmerksamkeit aus bin, mache ich das jetzt auch. Dafür ist es eigentlich gedacht. Aber
Und da muss man einfach mal wieder sagen, dass unsere weltanschaulichen Gegner in der Instrumentalisierung solcher Dinge, die natürlich auch gegen rechts gerichtet sind, bei Facebook und so weiter, das muss ich ja hier niemandem gesondert erzählen, dass die in der Instrumentalisierung desselben deutlich versierter sind als unsere Seite. Das ist, die haben dann eben dafür gesorgt, dass das Ganze sehr schnell als Mass-Shooting, als wahllose Schießerei in eine Menge am besten noch friedlicher BLM-Demonstranten umgemünzt wurde. Und so sind dann beispielsweise bei Facebook auch ein paar hundert, wenn ich mich recht entsinne, geteilte Beiträge, wo es darum ging, möglichst schnell ein GoFundMe für Kyle Rittenhouse einzurichten, um seine Anwaltskosten zu bezahlen und so weiter. Das ist also alles verschwunden. Und gerade erst heute gab es noch irgendeinen Antifa-Account bei Twitter, der bekannt gemacht hat, dass sie, bevor dieser GoFundMe für die Anwaltskosten von Kyle Rittenhouse, wo sehr schnell sehr viel Geld zusammengekommen ist anscheinend, bevor der gelöscht wurde, man irgendwie, und ich denke, wir können uns beide ungefähr vorstellen, wie dass eben diese Antifa-Kreise an die Namen oder die Daten der Leute, die dort gespendet haben, herangekommen sind und das jetzt nutzen werden, um die bei ihren Arbeitgebern anzuschwärzen und so weiter. Also das zieht alles extrem weite Kreise und wie gesagt, ohne diese entsprechenden Videomitschnitte und Fotos und so, die sich schnell viral über das ganze Netz verbreitet haben, so dass man sie auch jetzt nicht mehr postwendend zurückziehen kann, hätte das ohne weiteres funktioniert und Kyle Rittenhouse wäre ruckzuck als der nächste Anders Breivik oder so jemand abgelegt worden. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass das bisschen an etabliert konservativer Unterstützung, die Rittenhouse nun hat, auch nur darauf basiert, dass es diese Footage gibt. Denn ansonsten sind nicht nur in den USA ja die etablierten Parteikreise sehr schnell darin, schreiend das Weite zu suchen und sich zu distanzieren, wenn eben nur das Gerücht im Raum steht, dass, keine Ahnung, eine solche Geschichte oder sonst wie meinetwegen eine Schlägerei zwischen rechts und links oder meinetwegen... Naja, sich dann direkt davon zu distanzieren. Ja, genau. Ja. Also wo eben im Raum steht, dass möglicherweise es eben ein Angriff von rechts auf links gewesen sein könnte und es sich dann möglicherweise Monate später eben herausstellt, dass da, keine Ahnung, ein Burschenschafter von 15 Linken nachts angegriffen worden ist und, keine Ahnung, sich dann eben, was weiß ich, mit einem Bierglas gewehrt hat oder sonst irgendwas. Im Zweifelsfall, wenn du Rechter bist und dich in einer solchen Situation wiederfindest, wo du von Linken oder von sagen wir mal, nicht ganz inländischen Mitmenschen angegriffen wirst, bist du im Zweifelsfall ganz allein, weil eben, wie gesagt, auch diejenigen, die theoretisch auf deiner Seite stehen sollten, genau wissen, was ihnen passiert, wenn sie sich solidarisch erklären oder nicht sofort schreiend das Weite suchen. Und dementsprechend werden sie auch handeln. Wie gesagt, der Kyle kann von Glück reden und ich glaube, daran wird auch sein ganzes weiteres Leben hängen, dass es diese Videos und Bilder gibt. Denn ansonsten würde er mit Sicherheit genauso für den Rest seines Lebens in irgendeinem Loch verschwinden, wie das Alex Fields passiert ist. James Alex Fields, verdurch ich nochmal. Ja, also in gewisser Art und Weise ist es, also wozu sich so entwickelt, ist, dass er Kyle Rittenhouse, naja, zu so einer Form von Gegensymbol wird oder zumindest das aktuell dann auch so aufgebaut wird mit dieser ganzen Meme-Kultur, die sich dann da außenrum das ja auch schon verwertet hat, der dann ja zu einer gewissen tragischen Figur in diesem ganzen völlig aus dem Ufer laufenden Konflikt als tragische Figur tragisch zu dieser Figur wird. Ja, das ist richtig. Und deine Frage ist was? Ja, es war nur nochmal einfach so. Nein, ich habe das. Ich es war einfach nur nochmal so eine Feststellung jetzt am Ende zu dieser Geschichte Kyle Rittenhouse. Bevor ich jetzt nämlich zur eigentlichen Frage, zur letzten, weil wir jetzt schon weit fortgeschritten sind, ich hätte jetzt noch etliche Fragen eigentlich gehabt, gerade auch zum Zustand der Dissident Right und der alternativen Rechten in Amerika, auch gerade im Angesicht dieser Entwicklung. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, halt schon eine Stunde auf der Uhr, deswegen komme ich jetzt zur letzten. Und zwar bei all diesem Chaos, wie sieht denn deine Prognose für die USA aus? Glaubst du, dass es weiter in dieses Chaos hineingeht und sich jetzt
die Großmacht von innen selbst zerlegt, oder siehst du, dass es da nochmal die Möglichkeit gibt zu einer ungeahnten Konsolidierung, also dass die USA ungeachtet ihrer ganzen Probleme nochmal sowas wie einen zweiten Frühling erlebt? Ui, das ist jetzt natürlich ein sehr großes Fass, das du da aufgemacht hast, eigentlich schon mehrere. Also nach allem, wie sich die Lage mit den Rassenunruhen, denn nichts anderes ist es ja in den USA derzeit darstellt, glaube ich, dass dort nicht so schnell eine Beilegung des Konfliktes zu finden ist. Es gibt genug Äußerungen von Führungsfiguren von Black Lives Matter und sonstigen selbstständigen Protestführern, die erstmal gesagt haben, dass das jetzt der Moment ist, wo sie ihre ganzen Forderungen umgesetzt sehen wollen. Und solange die nicht umgesetzt werden, wird eben halt weiter gezündelt und geplündert und was auch immer. Das heißt, von dort ist also keine Kompromissbereitschaft gegeben, soweit sich das anhand offiziöser Äußerungen nachvollziehen lässt. Was die etablierte US-Politik angeht, sehe ich bis dato keinen Willen, die Unruhen niederzuschlagen oder eine Position der Härte gegenüber etwaigen Verhandlungsführern der Gegenseite einzunehmen, sondern im Zweifelsfall solidarisiert man sich, schlimmstenfalls, oder man nimmt eine gewisse ignorante Position dem gegenüber ein. In den USA gibt es diese schöne Abkürzung NIMBY. Das ist das, was man im deutschsprachigen Raum ungefähr als das St. Florians-Prinzip bezeichnet. Also NIMBY ist das Akronym für Not in my backyard. Sprich, mir ist es egal, wenn Portland in Schutt und Asche gelegt wird oder seit 90 Tagen dort ununterbrochen demonstriert wird und geplündert und gebrandschatzt, was auch immer. Solange ich hier in Brooklyn meinetwegen mein Bagel essen kann und nichts passiert. Es gibt ja auch einschlägige Journalisten und sonstige Intellektuelle, meist liberaler Provenienz, wie beispielsweise sehr prominent Paul Krugman, die ernsthaft irgendwelche Tweets absondern, dass sie gerade im Central Park in New York joggen gegangen sind. Sie haben dort niemanden plündern und brandschatzen sehen. Also dementsprechend könne die Lage in den USA ja gar nicht so schlimm sein. Was das angeht, zeigt sich eben auch eine gewisse kognitive Dissonanz der Eliten dieses Landes gegenüber der tatsächlichen Situation des in Anführungszeichen kleinen Mannes. Und natürlich zeichnet sich dort einmal mehr auch das große Gefälle zwischen Westküste und Ostküste und den Küstenstaaten und dem Mittelstreifen der USA, der tendenziell eher als etwas ländlich geprägt gilt und auch größere wirtschaftliche Probleme hat, ab. Also infolge dieser ganzen innenpolitischen Gemengelage und der insgesamt großen Unsicherheit und Handlungsunfähigkeit und des Unwillens zu handeln, den die politische Exekutive offenbart hat, werden, denke ich, abgesehen von der virulenten und immer präsenten Rassenfrage in den USA noch viele andere Bruchlinien und lange verdrängte oder mit viel Geld mühsam zugedeckte Problematiken innerhalb der USA sehr, sehr vehement ans Tageslicht treten, auf die dann eben auch Antworten gefunden werden müssen. Letzten Endes neigen, auch wenn natürlich es immer einschlägige Memes gibt, so wie Siege und dergleichen, dass irgendwann der Tag des Stricks angeblich kommen soll und was nicht alles Leute sich da herbei fantasieren an irgendwelchen fantasievollen Exit-Strategien aus dieser Situation der Ohnmacht und Unsicherheit heraus, neigen Staaten ja tatsächlich dazu, nicht mit einem lauten Knall unterzugehen, sondern eher so langsam dahin zu siechen und von irgendwelchen Aasgeiern bei lebendigem Leibe zerpflückt zu werden. Und ich denke, falls die USA es tatsächlich nicht schaffen sollten, aus dieser Spirale der Zerfallserscheinungen wieder herauszukommen. Das dürfte diesmal wirklich sehr schwierig werden, egal unter was für einem Präsidenten. Denke ich schon, dass
möglicherweise eine der vielen in den letzten circa 50 Jahren durchdiskutierten Sezessionsvariationen, also die gesamten USA in eine Gruppe kleinerer föderaler Staaten zu zerlegen, tatsächlich aufs Tapet kommen könnte. Letzten Endes muss man dabei viele Faktoren betrachten. Das geht ins Geopolitische, das geht in die Wirtschaft rein. Die USA haben derzeit noch einen gewissen Status als einzige Weltmacht, wie das Zbigniew Brzezinski ja mal so schön formuliert hat. Aber dieser Status ist eben rapide im Schwinden begriffen. Insbesondere China drängt nach oben, Russland ist vorhanden, Indien wird mit Sicherheit auch irgendwo, sobald Positionen der Schwäche seitens der USA erkennbar werden, versuchen, seine Pfründen zu sichern. Und dementsprechend denke ich, dass wir da, auch wenn das eine etwas ausgelutschte Formulierung, insbesondere für die Schlussteile solcher Diskussionen, wie wir hier geführt haben, ist, dass wir da sehr interessanten Zeiten entgegengehen werden. Ich wage allerdings nicht zu prognostizieren, wie lange ein solcher Zerfallsprozess der USA, sofern er denn eintritt, dauern würde. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es um die 100 Jahre dauern könnte, so dass wir es vielleicht gar nicht mehr mitbekommen. Der ethnische Umschlagpunkt in den USA, wenn die Mehrheitsbevölkerung nicht mehr weiß sein wird, wird auf jeden Fall, denke ich, dem kompletten staatlichen Zerfall noch vorgeschaltet sein. Also das wird tatsächlich noch die USA als Ganzes betreffen. Und damit wird sich die Situation natürlich noch einmal bedeutend verschärfen, gerade in politischer und auch parteipolitischer Hinsicht. Also es gilt da am Ball zu bleiben, sofern man sich denn tatsächlich, auch wenn man ein deutscher oder deutschsprachiger Rechter ist, wo ja eine gewisse Amerika-Feindschaft notorisch ist, weil man die Amerikaner mit der amerikanischen Politik verwechselt, die ja teilweise dann doch nicht immer in Washington, sondern anderswo auf der Welt gemacht wird, sofern man sich eben trotzdem damit beschäftigen möchte. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, die amerikanische Dissidente und parteiferne Rechte hat in den letzten sechs, sieben Jahren an Medienarbeit online und darüber hinaus und intellektuell Dinge geleistet, die in Europa vollkommen unvorstellbar wären und die insbesondere in Deutschland viele bis heute noch nicht verstanden haben. Wenn ich mir die Amerika-politischen Standpunkte so mancher Parteialternativen in der Bundesrepublik so anschaue, und man tut gut daran, sich unvoreingenommen und auch dem einen oder anderen grimmigen Scherz gegenüber nicht abhold, seine eigene Meinung zu bilden. Also ich bin auch der Ansicht, dass gerade gemessen daran, dass vieles, was in Amerika passiert, auch gerade in Deutschland nachgelagert dann auftaucht, der Blick über den Teich lohnt und es deswegen dann auch ja mit doppelter Besorgnis zu sehen ist, was sich denn da abspielt, weil wenn man das ja genauer betrachtet, ist es dann immer so, dass das, was irgendwann in Amerika vorgekaut wird innenpolitisch, dann in irgendeiner anderen Art und Weise dann bei uns landet. Also auch diese ganzen Rassen, Kolonial, Versklavungsgeschichten, ist dann ja immer das, was dann irgendwie 2 Jahre später wird dasselbe dann nochmal an der Uni irgendwo hochgekocht und ist dann auf einmal Teil des deutschen Diskurses und auf einmal ist man mit Sachen konfrontiert, die ja zuerst in Amerika durchgekocht wurden und dann nochmal bei uns aufs Tableau kommen. Also von daher lohnt sich auf jeden Fall der Blick, das kann ich auch nur nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Und wir werden das auch hier in der Lagebesprechung, als wir es zum ersten Mal gemacht haben, über den Teich zu gucken und wir jetzt auch noch mehrere Sachen auf dem Zettel hatten, werden wir sicherlich auch nochmal in Angriff nehmen, das Thema. Und je nachdem, wie da die Entwicklungen sich weiter zeigen, dann auch wahrscheinlich auch nochmal mit dir, Nils, den Blick rüberwagen. Und in dem Sinne entlasse ich jetzt die Zuhörer und ja, wir sehen uns zur nächsten Lagebesprechung, beziehungsweise hören uns zur nächsten Lagebesprechung. Gefreut, adieu.